Hi, ich sehe gerade, ihr seid auch schon da. Ja, herzlich willkommen hier bei meinem Werkstattvlog. Das ist der dritte. Und ja, ich habe mir Folgendes überlegt. Diesen Werkstattvlog werden wir zukünftig zumindest versuchen, ihn wöchentlich zu bringen. Schauen wir mal, wie lange ich das hinbekomme. Ich sehe gerade, das funktioniert ganz gut, weil es immer nur ganz kleine Sachen oder ganz kurz gehaltene Videos sind. Das sollte kein Problem sein. Heute in diesem Vlog habe ich Folgendes vor. Ja, was habe ich eigentlich vor? Eigentlich möchte ich endlich mal meine Kapp- und Gierungsstation in Funktion bringen. Dazu müsste ich sie also umziehen. Ich denke, ich werde heute mal versuchen, diese ganze Station endlich mal in die Mitte zu rücken und sie dann so weit vorzubereiten, dass ich sie zukünftig nutzen kann. Denn brauche ich nämlich meine Tischkreissäge nicht immer wieder umbauen, wenn ich gerade die Kappsäge brauche. Nämlich auch ein Punkt, der mich stört und der immer sehr viel Zeit kostet. Immerhin ist das Ding schon eine ganze Weile fertig, also ich möchte es auch endlich benutzen. Dann kommt das Teil auch endlich mal in irgendwelchen Videos vor. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Los! If I take it down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go. You ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bought this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section. Running through my mind, we got a connection. Back home ain't the same, your pop's drinking all the time. You just wanna get away, come hop up in my ride. Two goofies on the run, couple 40s in the backseat. It's in my lungs, got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Oh, yeah, flyer than your ex, like, oh my god. Right into your... So, Freunde, bei der Gelegenheit mache ich auch gleich mal die Füße hier richtig. Die habe ich nämlich bei Erstmontage verkehrt montiert. Also nicht im Sinne verkehrt, von verkehrt herum oder sowas. Ich habe sie einfach falsch positioniert. Ich hatte die also weiter Richtung Mitte positioniert, das dazu beigetragen hat, dass sich der Boden so durchgebogen hat. Und deshalb hat dann auch die Schublade die unterste geschliffen. Das wollen wir jetzt mal korrigieren. Jetzt habe ich die oberen schon ganz zum Rand hingebracht, jetzt die unteren auch. Jetzt mache ich den letzten noch schnell. Ja, ich hoffe, dass sich das wieder richtig hinzieht. Wenn nicht, müssen wir halt mit irgendwas irgendwie unterstützen. Auf jeden Fall soll die Schublade dann nicht mehr schleifen. So. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go.
side. Don't care what you can say. Oh, you just my type. Oh, yeah, she know the deal. Like, oh, scripting. You ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So, baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by pulling on my yes, man. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh yeah. Wo wir schon dabei sind, werde ich auch hier. Ich habe hier noch Platz gehabt für ein kleines Schränkchen. Keine Ahnung, so viel ungefähr. Das hatte ich ursprünglich mal geplant für meine Schrauben, als so kleiner Apothekerschrank für die Schrauben. Das kommt da jetzt nicht mehr hin. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir ganz rüber rutschen können und dieser Platz weiter Richtung Mitte rückt. Entweder auf die andere Seite von der Kapp- und Gehungsstation, wahrscheinlich sogar dorthin, einfach damit ich zur Wand da hinten mehr Platz habe für die Schnitte, die ich mit der Kapp- und Gehungssäge dann durchführe. Also, ja, so weit, so gut, würde ich sagen. Jetzt versuchen wir mal, das ganze Zeug wieder zusammenzubauen und auszurichten. Das wird jetzt eine Weile dauern. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man. When you got me fiending for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40 on my nerve, bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go outside. Two step in the rain. Wake up by my side. Don't care what you can say. Oh, you just my type. Oh, yeah, she know the deal, like, oh, scripting. First to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man. Got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40 on my nerve, bitch, I'm flyer than your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section. Running through my mind, we got a connection. Back home ain't the same, your pop's drinking all the time. You just wanna get away, come hop up in my ride. Two goofies on the run, couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs, got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes man. Ja, jetzt stehe ich vor einem kleinen Rätsel. Jetzt überlege ich, lasse ich die Lücke hier für das Schränkchen oder lasse ich die Lücke hier an der Wand für das Schränkchen? Da soll ja dann eigentlich der Band- und Tellerschleifer ran. Besser wäre natürlich hier, weil dann kann ich davor stehen und schleifen. Oder ich müsste hier so eine Schwenkfunktion machen, dass er dann so steht. Fragen über Fragen. Ich werde mir das noch überlegen. Nur muss ich jetzt irgendwie die Arbeitsplatte schneiden. Schauen wir mal. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, man. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. My side. Don't care what you can say. Oh, you just my
scripting. You ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Boy, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section. Running through my mind, we got a connection. Back home ain't the same, your pop's drinking all the time. You just wanna get away, come hop up in my ride. Two goofies on the run, couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs, got my voice a little raspy. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ordnung in der Werkstatt. Und ich würde sagen, das war's für heute mit diesem Vlog. Ihr habt gesehen, meine Kapp- und Gierungsstation ist jetzt Richtung Mitte gewandert. Dass du immer so rumbrüllen musst. Ich habe jetzt auch alles bestellt, um mir hier meine Anschläge einzubauen. Nicht Einschläge, die Einschläge, die kommen und zwar immer flotter. Aber ich meine die Anschläge einzubauen für die Kapp- und Gierungsstation. Die müssten wahrscheinlich dann nächste Woche kommen. Das wird dann auch eine Sache sein, die wir in einem der nächsten Vlogs gemeinsam machen werden. Ja, ja, und dann wird natürlich das Allerwichtigste, das ganze Teil, ihr seht ja, es funktioniert also immer noch, auch wenn ich es Ewigkeiten nicht benutzt habe, es funktioniert. Also, ich werde das natürlich nachher nochmal alles ausrichten müssen, dass wir hier die Auflagen, dass die alle passen. Und, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, dieser Auszug, der muss ja noch so stabilisiert werden, dass man es auch gefahrlos benutzen kann. Jetzt im Augenblick würde es vorne überkippen. Ja, das wollen wir natürlich nicht, während wir gerade am Schneiden sind. Das heißt, ich muss da noch Stützen einbauen, die rausfahrbar sind, ausfahrbar sind, was auch immer. Mir wird da schon was einfallen, um das Ganze zu stabilisieren. Ja, das ist eines der Dinge. Ja, das ist eins von dem, was wir in einem der nächsten Vlogs machen müssen. Und dann ist das Ding endlich funktionstüchtig. Und ich kann dann endlich hier drin diese Kappsäge benutzen. Denn manchmal baue ich für kleine Sachen extra draußen die Säge auf. Und ja, da vergeht ja manchmal schon die Lust, bevor du überhaupt angefangen hast. In diesem Fall ist dann alles schon bereit. Aufklappen, rausfahren, kappen, fertig. Das beschleunigt die Sache auch wieder um einiges. Wenn ich mir überlege, dass ich manchmal eine halbe Stunde brauche, um meine Werkstatt vorzubereiten dafür, dass ich basteln möchte. Ja, dann nervt das schon, weil es einfach Zeitverlust ist. Okay, Jungs und Mädels, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Vlog wieder rein. Sicherlich sind ein paar interessante Sachen zu tun. Also haut rein, viel Spaß, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.